Hallo und willkommen zum kurz gehaltenen EKG-Crashkurs zum Hören. Viel Spaß! Allgemeines. Das elektrische Startsignal wird im Sinusknoten generiert, über die Vorhöfe zum AV-Knoten transportiert, um anschließend mithilfe des Hissbündels und der Kammerschenkel die Herzkammern zu erreichen. Diese elektrischen Ströme werden vom EKG-Gerät registriert und sozusagen sichtbar gemacht. Die entsprechenden EKG-Elektroden müssen in korrekter Reihenfolge auf den Körper angebracht werden. Das Standard-Elektrokardiogramm beinhaltet in Deutschland sechs Extremitätenableitungen und sechs Brustwandableitungen. All diese Ableitungen repräsentieren dabei verschiedene Areale des Herzens. Wichtig sind hierbei die Ableitungen 2, 3 und AVF, welche die Unterseite des Herzens, in der Klinik auch Hinterwand genannt, symbolisieren, während V1 bis V4 die Vorderwand repräsentieren. Die Vorhoferregung und die PQ-Zeit. Die P-Welle ist Ausdruck der Vorhoferregung und sollte nicht länger als 100 Millisekunden andauern. In den meisten Ableitungen ist sie positiv. Die PQ-Zeit ist jenes Zeitfenster, in welchem die Erregung von den Vorhöfen auf die Kammern übertragen wird. Diese sollte nicht mehr als 200 Millisekunden betragen. Sofern die P-Welle zu hoch verläuft, also die Amplitude mehr als 0,25 Millivolt beträgt, so ist der rechte Vorhof sehr wahrscheinlich pathologisch dilatiert, also vergrößert. Betrifft die Dilatation den linken Vorhof, so lässt sich im EKG eine breite P-Welle erkennen, welche mehr als 100 Millisekunden in Anspruch nimmt. Auch lässt sich typischerweise eine doppelgipfelige P-Welle beobachten. Beim AV-Block ist die gerade erwähnte elektrische Überleitung von den Vorhöfen auf die Kammern gestört. Beim AV-Block ersten Grades ist dabei lediglich die PQ-Zeit auf mehr als 200 Millisekunden verlängert. Der AV-Block zweiten Grades kann zwei verschiedene Formen annehmen. Beim Typ Wenckebach nimmt jene PQ-Zeit stetig zu, bis ein QRS-Komplex, also die Zacken nach der P-Welle, ausfallen. Dann beginnt dieser Kreislauf erneut. Beim Typ Mobitz fällt ganz spontan ein QRS-Komplex aus. Oder aber es setzt ein bestimmter Überleitungsmodus ein. Das heißt, dass beispielsweise nur jede zweite oder jede dritte Vorhoferregung die Kammern erreicht. Beim AV-Block dritten Grades schlagen Vorhöfe und die Kammern völlig unabhängig voneinander. Es kann allerdings auch passieren, dass die Kammern überhaupt nicht mehr schlagen. Die Kammererregung. Der QRS-Komplex ist Ausdruck der Kammererregung und dauert beim Herzgesunden unter 100 Millisekunden an. Die Q-Zacke sollte übrigens nicht größer als ein Viertel der nachfolgenden R-Zacke sein. Ansonsten ergibt sich hier beispielsweise der Verdacht auf einen abgelaufenen Herzinfarkt. Die R-Zacke nimmt von V2 bis V5 stets an Größe zu und wird erstmals zwischen V2 und V3 bzw. zwischen V3 und V4 länger als die S-Zacke, welche wiederum von V2 bis V5 stets an Länge verliert. Ist die elektrische Überleitung in den Ventrikeln, also in den eingangs erwähnten Kammerschenkeln, gestört, so resultiert hieraus in der Regel ein verbreiterter QRS-Komplex, welcher beim inkompletten Schenkelnblock zwischen 100 und 120 Millisekunden und beim kompletten Schenkelnblock über 120 Millisekunden beträgt. Bei letzterem lässt sich ebenfalls häufig ein M-förmiger QRS-Komplex beobachten, welcher bei einer Störung des rechten Kammerschenkels in den Ableitungen V1 bzw. V2 und bei einer Störung des linken Kammerschenkels in den Ableitungen V5, V6 bzw. 1 sowie AVL in Erscheinung tritt. Die Unterscheidung zwischen einem Rechtsschenkel- und Linksschenkelblock kann insbesondere bei Fehlen einer typischen M-Form des QRS-Komplexes schwierig sein. Hier existiert glücklicherweise ein kleiner Trick. Zunächst muss der Punkt der endgültigen Negativitätsbewegung in den untereinander liegenden QRS-Komplexen in allen Brustwandableitungen markiert werden. Das heißt, jener Punkt im QRS-Komplex, ab welchem es nur noch abwärts bis zur letzten S-Zacke geht. Markiert man nun die entsprechenden Punkte und zieht eine gerade Linie durch jene Punkte, so ergibt sich beim Schenkelnblock klassischerweise eine zur Seite verlaufende Linie. Verläuft nun jene Linie nach links, so handelt es sich hier um einen Rechtsschenkelblock und entsprechend deutet eine nach rechts ziehende Linie auf einen Linksschenkelblock hin. Nur noch am Rande: Ein akut aufgetretener Linksschenkelblock entspricht bis zum Beweis des Gegenteils einem ST-Hebungsinfarkt, das heißt einem Herzinfarkt. Die ST-Strecke und die T-Welle. Genau genommen bildet die ST-Strecke jenen Zeitpunkt ab, an welchem beide Kammern vollständig elektrisch erregt sind. Aus diesem Grund kann das EKG-Gerät zu diesem Zeitpunkt keine Potentialdifferenzen mehr wahrnehmen, sodass hieraus sozusagen eine Nulllinie resultiert.
Oder einfacher gesagt, die ST-Strecke verläuft normalerweise auf der isoelektrischen Linie. Das Ende der ST-Strecke sowie die T-Welle repräsentieren die Repolarisation, das heißt die Rückbildung der Erregung. Jene ST-Strecke kann bei diversen Erkrankungen angehoben sein. Entweder entfolgt die Hebung aus dem absteigenden Ast der Herzacke, was typisch für einen frischen Herzinfarkt wäre, oder aber die Hebung findet erst nach einer tiefen Ästzacke statt. Letzteres könnte auf eine Herzbeutelentzündung mit Beteiligung der oberflächlichen Herzmuskelschichten hindeuten. Die Messung jener ST-Strecke erfolgt am J-Punkt, also an dem Punkt, an dem die Ästzacke in die ST-Strecke übergeht. Bei einem klassischen Herzinfarkt sind übrigens alle Herzmuskelschichten betroffen. Es handelt sich also um eine transmurale Schädigung. Eine deszendierende, also stets sinkende oder horizontale ST-Senkung kann hingegen bei einer subendokardialen Schädigung auftreten. In diesem Fall sind nur die innersten Herzmuskelschichten betroffen. Die aszendierende, also sozusagen aufsteigende ST-Senkung muss nicht immer pathologisch sein. Zugegebenermaßen ist es etwas schwierig, sich diese Formen bildlich vorzustellen, wenn man sie noch nie zuvor gesehen hat. In diesem Fall empfehle ich den ausführlichen, bebilderten EKG-Kurs auf meinem Kanal. Wie dem auch sei, die T-Welle kann ebenfalls verändert sein und beispielsweise negativ verlaufen. Können wir dann eine negative T-Welle im EKG verzeichnen, so nennen wir dies eine T-Negativierung. Auch hier existieren wieder zwei verschiedene Formen. Wenn in die T-Welle ein Dreieck eingelegt werden würde, so wäre es in der einen Entität gleichschenklich oder aber die Spitze würde nach links zeigen. Es handelt sich hierbei um eine terminal negative T-Welle. Im anderen Pendant wäre die Spitze des Dreiecks zu der rechten Seite hin verschoben. Diese T-Welle wird als präterminal negativ bezeichnet. Beide Formen können auf eine koronare Herzerkrankung oder aber auf eine Herzhypertrophie hinweisen, wobei oftmals die terminal negative Form noch etwas schwerwiegender ist, also mit einer schlechteren Prognose einhergeht. Der Lagetyp. Der elektrische Lagetyp des Herzens verdeutlicht, in welche Richtung die elektrische Erregung hauptsächlich abläuft. Um diesen zu bestimmen, muss zunächst eingeschätzt werden, ob die Fläche unter dem QRS-Komplex in den Ableitungen 1, 2 sowie 3 überwiegend positiv oder negativ ausfällt. Dementsprechend ergibt dies beispielsweise das Muster positiv, positiv, positiv. Anhand der nachfolgenden Tabelle lässt sich dann recht simpel der Lagetyp benennen. Tabelle: Plus, minus, minus. Überdrehter Linkstyp. Plus, plus, minus. Linkstyp. Plus, 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 wobei die Ableitung 1 größer als Ableitung 3 ist. Indifferenztyp. Plus, 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 wobei die Ableitung 3 größer als Ableitung 1 ist. Steiltyp. Minus, plus, plus, Rechtstyp. Minus, minus, plus, überdrehter Rechtstyp. Herzrhythmus und Rhythmusstörungen. Der Herzgesunde weist einen Sinusrhythmus auf, welcher durch regelrecht konfigurierte, rhythmisch auftauchende, positive P-Wellen in Ableitung 2 charakterisiert ist. Diese wiederum werden stets von einem QRS-Komplex begleitet. Beträgt dann die Herzfrequenz über 100 Schläge pro Minute, so sprechen wir von einer Tachykardie. Beträgt sie unter 60 Schlägen pro Minute, so handelt es sich hierbei um eine Bradykardie. Dazwischen wird die Begrifflichkeit normofrequent verwendet. Auch bei gesunden Menschen können gelegentlich sogenannte supraventrikuläre Extraschläge erfolgen, also Extrasystolen, welche vor dem AV-Knoten generiert werden und den eigentlichen Herzrhythmus nicht wirklich stören. Die dazugehörigen QRS-Komplexe sind nicht verbreitert. Eine Verbreiterung dieser auf über 120 Millisekunden findet sich bei einer ventrikulären Extrasystole, welche, wie der Name bereits anmuten lässt, in der Herzkammer entsteht. Das Vorhofflimmern ist hingegen eine häufige Herzrhythmusstörung, bei welcher die Vorhöfe unkoordiniert schnell erregt werden, sodass sich klassischerweise im EKG Flimmerwellen zeigen, die nur unregelmäßig auf die Kammern übertragen werden. Daraus resultiert eine absolute Arrhythmie, die bradykard, normofrequent oder aber tachykard ablaufen kann. Ventrikuläre Tachykardien hingegen sind durch breite, schnell hintereinander auftauchende QRS-Komplexe gekennzeichnet. Eine ventrikuläre Tachykardie kann in das lebensbedrohliche Kammernflimmern übergehen, welches hämodynamisch einem Herzstillstand entspricht. Das dazugehörige EKG sieht unkoordiniert und diffus aus. Dieser Patient muss in der Regel defibrilliert werden. Der Sekolow-Leon-Index.
Nun sind wir auch schon beim Sokolow-Lyon-Index angelangt, welcher relativ einfach zu bestimmen ist. Fällt er positiv aus, so ist die linke bzw. rechte Herzkammer höchstwahrscheinlich pathologisch vergrößert. Um diesen Index zu bestimmen, müssen wir zunächst die Brustwandableitungen V1 bzw. V2 sowie V5 bzw. V6 betrachten und in den ersten beiden Ableitungen diejenige S-Zacke im QRS-Komplex wählen, die am tiefsten nach unten zieht. Anschließend suchen wir uns in V5 bzw. V6 die größte R-Zacke aus und vermessen nun die Länge dieser beiden Zacken. Betragen sie dann in der Summe mehr als 3,5 Millivolt, so finden wir hier einen positiven Sokolow-Lyon-Index hinsichtlich des linken Ventrikels vor. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf den rechten Ventrikel. Hier müssen wir allerdings wie folgt vorgehen. In V1 bzw. V2 suchen wir nun die größte R und in V5 bzw. V6 die tiefste S-Zacke. Ergeben sie addiert mehr als 1,05 Millivolt, so ist dann der Sokolow-Lyon-Index positiv. Das war's auch schon für diesen wirklich sehr kurz gehaltenen Crashkurs. Ich hoffe, dass die Erklärungen einigermaßen verständlich waren. Bis dann!